ich würde jetzt nicht sagen, dass man immer alles auf eine junge Mannschaft schieben kann. Klar haben wir viele Junge, das ist alles korrekt, aber wir spielen jetzt trotzdem schon ein halbes Jahr zusammen. Wir haben auch ein paar Erfahrene drin und da müssen wir einfach die Erfahrenen auch den Jungen halt mitgeben, dass wir schon nach der ersten Sekunde auf dem Platz stehen müssen. Powered by TBF, Global Asset Management. Gianluca, bitterer Nachmittag auch für dich. 1-2 verloren gegen Pforzheim, trotz einer überragenden Leistung von dir. Aus deiner Sicht, woran liegt es zurzeit, dass wir vorne zu wenig Chancen generieren und hinten immer wieder mal unglücklichen Tor kassieren? Ja, irgendwie ist es langsam schwierig zu sagen, woran das es liegt, weil wir machen ja das alles nicht absichtlich. Aber wenn es halt einfach mal nicht läuft, dann kriegen wir halt auch so Tore wie heute. Dann nach 30 Sekunden sind wir einfach noch nicht auf dem Platz, kriegen das 1-0. Und das 2-1 ist dann einfach typisch, da machen wir uns halt selber rein schlussendlich. Und ja, so Gegentore passieren, als wenn es mal nicht läuft. Und aus dem müssen wir rauskommen als Mannschaft und einfach wieder auf die positive Spur wechseln. Liegt es auch daran, dass wir wirklich eine junge Mannschaft haben, die Erfahrenheit nicht da ist und eben so ein 1-0 nach 40 Sekunden letztendlich die komplette Mannschaft verunsichert? Ich würde jetzt nicht sagen, dass man immer alles auf eine junge Mannschaft schieben kann. Klar haben wir viele Junge, das ist alles korrekt, aber wir spielen jetzt trotzdem schon ein halbes Jahr zusammen. Wir haben auch ein paar Erfahrene drin und da müssen wir einfach die Erfahrenen auch den Jungen halt mitgeben, dass wir schon nach der ersten Sekunde auf dem Platz stehen müssen. Und das hat ja nichts mit der Jung oder Alt zu tun, sondern einfach mit der Einstellung, dass wir einfach bereit sein müssen von Anfang an. Aus deiner Sicht, du hast ja am Schluss auch noch versucht, das Ausgleichstor zu erzielen in den letzten 3-4 Minuten. Woran liegt es, dass wir zu wenige Chancen generieren? Irgendwie bin ich ein bisschen überfordert mit dieser Frage, weil ja, wir gehen nach vorne, wir probieren so schnell wie möglich nach vorne zu spielen, aber ja, wir kommen einfach irgendwie zu wenigen Chancen und am Schluss will der Ball auch einfach nicht rein. Eben dann bei uns passieren solche Gegentore, wenn es nicht läuft, und bei uns vorne will der Ball einfach nicht rein. Und man kann es auch nicht auf einzelne Spieler abschieben. Das ist einfach, das liegt an uns allen, das ist Einstellungssache im Moment, dass wir einfach wieder positiv sein müssen und einfach da rauskommen. Und wenn wir positiv sind, dann kommt das alles automatisch schlussendlich. Wenn wir was Positives aus dem Spiel mitnehmen können, ist es deine Leistung. Du hast überragend in der ersten Halbzeit gehalten. Ohne dich wären wir wahrscheinlich nach 25 Minuten schon mit einigen Toren mehr dagestanden. Wie zufrieden bist du mit deiner Entwicklung? Ich denke, die Vorrunde ist jetzt rum und du kannst doch schon auf das letzte halbe Jahr zurückblicken. Ja, also zur heutigen Leistung, klar, ich bin froh, konnte ich der Mannschaft lange helfen im Spiel. Schlussendlich haben wir keine Punkte geholt, das bringt dann auch mir nichts. Aber für die persönliche Leistung war es gut, für mein Selbstvertrauen. Aber klar, ich bin hier, damit wir Punkte holen, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind. Und wenn man das ganze halbe Jahr anschaut, ich glaube schon, dass ich da eine positive Entwicklung machen konnte. Und dass mir halt die Spielminuten gut tun und ich auch immer wieder der Mannschaft helfen kann und für die Mannschaft da bin. Aber klar, es ist mir auch bewusst, dass wir da alle brauchen und jeder hat mal einen schlechten Tag und da brauchen wir einfach 11 Spieler auf dem Platz, den Rest auf der Bank und da müssen wir alle zusammen halt unsere Leistung bringen. Dann hoffe ich, dass die letzten zwei Spiele die Mannschaft nochmal zu sich zusammenrauft, gemeinsam auf dem Platz steht und zusammen vielleicht auch die Punkte holt, die wir heute nicht geholt haben. Vielen Dank. Hoffen wir es. Dankeschön. Michael, wieder eine Niederlage heute gegen Pforzheim. Wo soll man anfangen? Was hat heute gefehlt, um hier mal einen Punkt mitzunehmen? Ja, ich glaube, wir sind natürlich sehr unglücklich ins Spiel gestartet. Wenn man nach ein paar Sekunden schon 1-0 zurückliegt, dann hat man gemerkt, dass eine Verunsicherung da war. Dann war Pforzheim klar die bessere Mannschaft. So nach 25 Minuten haben wir uns dann gefangen. Der Ausgleich kommt dann relativ überraschend. Wir hatten zuvor nicht groß viele Aktionen, aber danach waren wir dann besser im Spiel, hatten mehr Kontrolle. Und die zweite Halbzeit war okay, war kämpferisch gut. Pforzheim hatte nicht mehr die großen Chancen, trotzdem machen sie das Tor. Und ja, am Schluss, klar, müssen wir einen Elfmeter bekommen, der die Schiedsrichterin leider nicht gibt. Und von dem her ist es sehr bitter. Ich glaube, heute wäre ein Unentschieden drin gelegen. Die Jungs haben gekämpft, haben sehr, sehr hart gearbeitet heute, 90 Minuten lang. Und von dem her, ja, ist es eine bittere Niederlage. Hast du einen Fortschritt gesehen gegenüber den letzten zwei Spielen, wo wir verloren haben? Ja, ich denke, wir machen ständig Fortschritte, nur brauchen wir langsam auch Resultate. Fußball ist ein Resultatsport, also wir müssen liefern. Wir sind im Abstiegskampf drin, aber das wirft uns nicht um. Wir bleiben da standhaft, wir arbeiten hart zusammen und kämpfen weiter.
Diese Saison liegt vor allem daran, dass wir eigentlich nie zu Null spielen. Was ist das Manko? Arbeiten wir zu wenig defensiv von vorne bis hinten? Nein, man darf nicht vergessen. Ich glaube, wir haben 12 neue Spieler bekommen. Es ist jedes halbe Jahr bekommen wir viele neue Spieler, viele gehen wieder. Das ist sicherlich nicht vorteilhaft für solche Situationen. Aber wir haben einen überragenden Torhüter, der uns momentan immer noch retten muss. Wir arbeiten trotzdem alle defensiv. Klar müssen wir uns da verbessern. Keine Frage, wir bekommen zu viele Tore. Und das muss sicherlich auch der Fokus sein in den kommenden Wochen. Ich denke aber nach der kompletten Vorrunde sollte die Mannschaft ja schon irgendwann das Spielsystem begriffen haben und ich sag mal, die Cleverness bekommen, um in der Oberliga auch mal zu Null zu spielen, ist dann die Qualität im Kader? Ah, es wäre schön, wenn ein 18-Jähriger in einem halben Jahr alles lernen würde. Das ist einfach Fakt, da müssen wir einfach realistisch sein. Wir haben die jüngste Oberligamannschaft und das ist klar, dass da nach 6 Monaten oder 5 Monaten nicht alles funktioniert. Hätten wir alles 30-jährige Spieler, wäre das alles einfacher wie der Gegner. Das ist halt was anderes, mit dem müssen wir leben, wir müssen geduldig sein, wir müssen kleine Schritte machen mit den jungen Spielern. Aber sie sind alle sehr lernwillig, aber es braucht einfach noch Zeit. Jetzt haben wir noch 2 Spiele, Oberachen und Ravensburg. Es wären dringend Punkte benötigt, um letztendlich hier nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Ist da noch was drin? Natürlich, das hat man ja heute gesehen. Wir haben heute gegen eine Spitzenmannschaft gespielt, die spielerisch sehr stark ist, auch hier auf dem Kunstrasen. Und trotzdem waren wir nahe dran an einem Punkt. Wir können jeden Gegner besiegen, aber wir können momentan auch leider gegen jeden verlieren. Und von dem her müssen wir positiv bleiben. Wir sind positiv, wir arbeiten sehr, sehr gut miteinander. Im Team stimmt alles, jeder will, jeder ist bereit. Und von dem her bin ich absolut zuversichtlich. Dann hoffe ich, dass im tiefen Rasen in Oberachen der Teamgeist wie in Bietigheim-Bissingen wieder zutage tritt und wir da vielleicht eine Überraschung machen. Ja, hoffe ich auch. Danke. Ciao, ciao.